Hallo, liebe Freunde von Avia TV. In der Tat, wir sind auf dem Erfurter Weihnachtsmarkt. Warum? Das wissen Sie wahrscheinlich schon. Sigi, der Entertainer, was macht er denn alles? Also, er ist Experte bei beim ZDF. Dann ist er Manager von Richard Freitag zum Beispiel. Dann ist er Berichterstatter von Avia TV. Und dann kümmert er sich auch noch um Marketing für Avia. Also mein Gott, aber es dauert eine Weile, ehe man an der ersten Million dran ist, ne? Das stimmt, das ist die schwierigste, habe ich mir sagen lassen. Ja. Aber ich habe sie ja leider noch nicht, im Gegensatz zu dir, ne? Ja, na gut, ich rede aber nicht drüber. Ja, eben, ja. Ja. Aber du machst es ja jetzt öffentlich. Wie viel fehlt denn noch? Ah, bestimmt noch, du kannst gar nicht rechnen. 980.000. Ja, ist eh nicht die Wahrheit. Okay, also wir haben Ihnen versprochen, dass wir uns turnusmäßig melden und dass wir auch etwas anderes zu vermelden haben, als vielleicht das im Fernsehen rüberkommt. Und nach den ersten beiden Weltcups, mein lieber Gerd, gibt es doch einiges anzumerken. Gut, dass es zwei Außenseitersiege gegeben hat, da sind wir uns einig. Das ist richtig, ja. So. War nicht so vorherzusehen. Dass die Norweger so stark fahren. So stark, auch nicht unbedingt. Ja, vor allen Dingen nach dem Ausfall von Kenneth Ganges nicht. Aber der Robert Johnsen hat es doch eindrucksvoll kaschiert, den Ausfall. Aber 70 Punkte Differenz beim letzten Weltcup-Springen, das sind schon Dimensionen, die die Österreicher zu ihren stärksten Zeiten den anderen mitgegeben haben. Auf der anderen Seite vielleicht auch nicht wirklich eine Riesenüberraschung nach dem Auftakt auch in Wismar, wo sie stark waren, also auf Platz 2. Ne? Wir haben sogar gewonnen. Na, klar, haben sie gewonnen, ja. Und war ja Österreich und Polen punktgleich. Ja. Sie sind ja bekanntlich starke Flieger und die Ruka-Schanze, die große Ruka-Schanze ist ja mit jetzt einem neuen Schanzenrekord von 147,5 Metern ja schon fast eine kleine Flugschanze. Und da haben sie ihr gesamtes Können ausgespielt und haben eben so einen eindrucksvollen Sieg eingefahren. Ja, ich sagte, es gibt ein paar Sachen, die sind im Fernsehen nicht so rübergekommen. Man orientiert sich sicherlich immer an den Besten und an den Überraschungen, aber es lohnt sich doch auch mal ein bisschen nach hinten zu schauen. Und da hat sich aus meiner Sicht doch einiges Überraschendes getan. Jetzt wirst du als Experte sagen, naja, mit den Slowenen so sehr hat mich das nicht überrascht. Das hat sich ja im Sommer schon angedeutet. Aber speziell beim Auftakt in Wismar war das brutal. Und ich sage, der Sieg von Jani Damjan ist nur ein kleines Pflaster. Ja, ich würde schon fast sagen, ein großes Pflaster. Also, denn wenn sie nicht nochmal vorn platziert gewesen wären, dann wäre es doch schon ziemlich zeitig wahrscheinlich das Rascheln im Blätterwald. Wir wissen, dass die slowenischen Zeitungen auch nicht gerade zimperlich sind. Losgegangen, Goran Janus stand ja letztes Jahr schon ein bisschen unter Druck und das wäre nicht einfacher geworden. Ich bin der Meinung, das ist schon eher ein großes Pflaster gewesen, was da kam, weil es ja ein Sieg ist, der jetzt nicht durch die Verhältnisse zustande kam, sondern er ist wirklich eindrucksvoll gesprungen und hat es rausgesprungen, den Sieg. Ja. Und das ist doch eher ein größeres Pflaster und vielleicht ist das auch ganz gut für einen Peter Preutz und für die ganze Mannschaft, wenn er die Form halten kann, jetzt auch in Nischni Tagil, dann ist der Druck ein bisschen weg von dem Peter Preutz und kann sich da wieder ranarbeiten. Das werden wir sehen, das war insgesamt erst der zweite. Jetzt stoßen wir erstmal an, oder? Prost. Ja, du denn unterbrichst mich in meinem Gedankengang hier. Prost. Zum Wohle. Also, frohes Fest. Das geht aufs Haus. Ja, selbstverständlich. Erzähl nicht den Österreicher-Witz hier. Deshalb sitzen die Österreicher auf dem Dach hier zu dritt, weil sie gehört haben, der Witz, besser gesagt, der Trink geht aufs Haus. So, wo waren wir stehen geblieben? Bei dem Sieger. Genau, den haben wir abgehandelt. Dann wolltest du sagen. Und das war sein zweiter Weltcupsieg. Und ich glaube nicht an eine Kontinuität, aber ich lasse mich überraschen. Dennoch, du hast es ein kleines bisschen abgetan mit den Preutz-Brüdern. Das Ziel war ja, bei Olympia zu dritt in der Mannschaft zu starten. Das wird schwer. Na, das ist eigentlich aussichtslos. Das geht gar nicht. Im Skispringen geht viel, aber das ist aussichtslos. Zähne ist zu weit weg. Ja. Und Domen, ich habe gehört, er hat leichte Probleme von der Anthropologie, von der Anatomie. Ja, genau. Und deshalb hat er das Feeling ein bisschen verloren und arbeitet sehr an seiner Anfahrtsposition und stellt derzeit alles in Frage. Ich habe jetzt auch noch mal versucht, im slowenischen Team anzurufen, ist mir noch nicht gelungen. Es war ja geplant, dass er nach Nischni Tagil mitfährt. Mhm. Und da müssen wir mal abwarten, ob das auch der Fall ist, wie das Training sich entwickelt hat. Und von dem her, jawohl, kommen Sie durch, alles gut. Hallo. Macht nichts. Ja, ist eben alles live hier, ist auch gut so. Und Sie können auch reingehen und Glühwein trinken.
bisschen ja, uns nur lauschen. Ja, genug mit der Werbung. Ja, also, kann ja auch sein. Also. Sonst bist du schneller an der Million als gedacht. Ja, ist hier. Klar, Dirk, nur ja. Kein Neid. Ja, doch. Und da muss man eben auf, abwarten, was jetzt da rauskommt bei dem Training, ob er eingesetzt wird oder nicht. Ja, gut, wir werden sehen. Auf jeden Fall haben die Slowenen Riesenprobleme. So, sind wir bei einem Kuriosum. Die Polen waren zuletzt im Teamspringen mit 3 Springern auf Platz 6, glaube ich. Ja, mhm. Mit 3 Springern stärker als die Italiener, stärker als die Russen, stärker als die, ja, wer war es noch hier? Also auf jeden Fall waren 12 Mannschaften am Start und sie sind mit 3 Springern Sechster geworden. Heißt das im Klartext, dass, ich sage mal, die Differenz zwischen den ersten 4 und dem Rest des Feldes, gut, sagen wir, die Slowenen sind vielleicht noch dazwischen, dass diese Klammer riesengroß ist. Es scheint so. Also das spiegelt ja auch die Ergebnisliste wieder, dass man mit 3 Springern noch in den zweiten Durchgang kommt. Spricht einerseits für die Polen, aber eben auch nicht für die anderen Länder, die du gerade alle aufgezählt hast. Auf der anderen Seite ist das polnische Team halt wirklich so stark, dass sie die verdrängen können. Und dann gab es ja eine weitere, da steht Aussage gegen Aussage. Ich denke mal, kommst drauf mit Piotr Żyła, der disqualifiziert worden ist von Mortem Solem, der oben die Anzugskontrolle gemacht hat. Da war der Schritt, also irgendwas nicht in Ordnung, ist rausgenommen worden. Und angeblich hätte er den gleichen Anzug gesprungen wie vorher und ist durchgekommen. Nur da würde ich mich nicht jetzt in diese Glaskugel setzen wollen, weil er war ja nicht oben geblieben, glaube ich zumindest mal. Und wenn er den Anzug unten irgendwo in der Box hatte, dabei. Kann sein. Also, ja. Der Fakt ist, er ist disqualifiziert worden, hat einfach einen Fehler gemacht oder nicht aufgepasst, wie auch immer. Die einen sehen es so, Mortem Solem hat kontrolliert, hat ihn rausgenommen oder die Jury informiert. Ja. Er nimmt die nicht raus, klar, die Jury, klar. So ist ja der Prozess. Rein fachlich ist das denkbar, dass du mit 2-3 Stichen den Schritt zwischen den Durchgängen noch veränderst? Natürlich, ja. Okay. Also da gibt es genügend Nähmaschinen und so weiter. Und es kann ja rein theoretisch, was soll man jetzt darüber spekulieren? Ein zweiter Anzug genauso aussehen vom optischen Bild her und der ist vielleicht anders. Also da würde ich jetzt aber auch kein großes Ding draus machen. Es ist anderen schon passiert, es ist gut, dass so kontrolliert wird und das heißt dann das nächste Mal jetzt eben in Nischni Tagil noch genauer aufpassen. So, du merkst schon, ich werfe absichtlich auch mal eher einen Blick nach hinten. Die Tschechen, tief enttäuscht, Roman Kodelka, also im Vergleich zu den Trainingsresultaten nicht wiederzuerkennen. Leider. Also das ist auch manchmal so ein bisschen die Gefahr. Da will ich ihn gar nichts unterstellen. Also dass er, sagen wir mal, war ja Dritter zum Sommer Grand Prix in Klingenthal noch. Dann denkst du, das läuft. Ich bin vorne dran. Jawohl, ich bringe eine super Saison. Ich habe gar nicht mehr so viele Baustellen, die ich vielleicht verändern muss, weil es passt ja. Ich bin vorne mit dabei. Und dann ziehen vielleicht die anderen Teams noch mal richtig an. Und packen vielleicht auch im Materialbereich noch was aus, was vielleicht das tschechische Team, man muss ja nach wie vor sagen, sie haben zwar nötige, also finanzielle Ressourcen, aber vielleicht doch nicht so breit aufgestellt wie Norwegen, wie Deutschland, wie Polen, wie Österreich, um voll eben dort auch zu entwickeln. Und dann kommst du nach Wismar und kriegst eine richtig drüber. Ja, und da muss man sich schon wirklich rausbuddeln aus diesem Loch. Und das geht nur mit guten Erfolgen, mit guten Platzierungen. Aber die anderen sind natürlich schon ein Stück weit weg. Das ist richtig. Rausbuddeln ist gut. Die Finnen haben sich schon solche Spaten an die Hände geschnallt, um zu buddeln. Die buddeln. Und es wird eher immer schlechter. Ahonen, tut er sich einen Gefallen, überhaupt noch zu springen? Tja, die Frage kommt mir bekannt vor von früher mal dem Martin Schmidt. Ne? Am Ende muss es der Athlet selber entscheiden, wann die Zeit aufzuhören ist. Denk mal, zur Olympia ist das Ziel noch für ihn. Aber da muss schon auch technisch gewaltig was passieren. Also von meinem Blick ist es eher mehr ein Reinschießen. Also man kann ihm den Mut nicht absprechen. Aber es fehlt irgendwie der Druck vom Schanzentisch. Also dieses, was man bei Jani Damian gesehen hat, dieses Timing, dieses Bam rausspringen. Also er springt mit vollem Risiko, haut sich voll vorne raus. Aber er hat keinen Höhengewinn. Und das ist halt dann wird es irgendwann mal gefährlich. Okay, Simon Ammann, man spürt, wie er kämpft. Man spürt auch, dass er versucht, den Telemark zu setzen, aber konstant ist er natürlich auch noch nicht. Nur, da müssen wir nicht drüber reden, wir kennen die Probleme, er kennt sie auch. Was mir noch aufgefallen ist, was Konstanz angeht,
Brizzadola aus Italien. Achter in der Qualifikation im Wettkampf. Asche. Kopf? Vielleicht Kopf? Vielleicht Kopf? Weil, du sprichst an, wenn man Achter wird, dann weiß man ja, dass man das Leistungsvermögen hat. Auch in der Qualifikation. Ja. Oder ist ja ein Wettkampf, vor mitzuhalten. Ja. Ja, nur dann geht es halt richtig drum um die Wurst. Ne? Und da will man vielleicht ein bisschen mehr machen und in diesem mehr machen geht es dann schief. Aber er sollte das Positive mitnehmen, dass er wirklich mit Topsprüngen vorn mit dabei ist. Am Ende ist es normalerweise ist es eine Frage der Zeit. Da braucht man auch mal so ein Aha-Erlebnis, mal so eine tolle Platzierung, dass man ruhiger wird auf dem Balken oben. So geht es um Punkte und Platzierungen im zweiten Durchgang. Es geht ja auch um Geld für das Team. Ja. Und ja, also da muss er vielleicht noch ein bisschen lockerer werden. Aber das ist auch ein Stichwort Konstanz, das du gerade gebracht hast. Man sieht schon bei einigen, auch bei den Top-Athleten, wie ein Stefan Kraft zum Beispiel, den ersten. Hat nur einen schlechten Sprung gehabt. Ja, aber dann reicht es eben auch nicht mehr davor. Den zweiten setzt er hin. Was ich aber sagen will, dass auch bei ihm noch die Konstanz fehlt. Ja. Also sie sind noch nicht so angekommen im Winter. Ja. Manchmal eine kleine technische Fehler. Ja. Und das wird sich schon im Laufe bis zur Vierschanzentournee mit Sicherheit stabilisieren. Sind wir beim nächsten Stichwort. Du bist am nächsten Wochenende wieder als Fachberater mit dem ZDF unterwegs. Ich bin dann in Titisee Neustadt und da werden wir diverse Gespräche auch mit Athleten wieder führen. Auch mit Janet Damian werde ich reden. Den hatten wir ja schon, ne? Den hatten wir schon mal und ganz netter Bursche. Und wagst du jetzt schon eine Prognose, wie sich das alles entwickelt in Richtung Tournee? Naja, die Prognose, die ist relativ einfach. Also mit denen, ich sage jetzt mal wie den Stefan Kraft, auf jeden Fall, das ist kein Ding. Wenn er gesund ist. Ja, also davon gehen wir mal aus. Also das haben wir wieder, jawohl. Ist ja nicht schlimm, Dirk. Das ist live, ist live. Jawohl, wunderbar. Ja, gibt's gleich vom Chef Manchester. Wissen Sie, wie es mir immer ging, wenn ich mal 5 Minuten vor der Sendung kam und nicht eine Viertelstunde. Da ging es gleich wieder. Wo kommst du her bei der Zeit? Ja, ist richtig. Da müssen sie mal erleben. Du brauchst Druck hier. Ja. Aber geht nichts. Nein, also das wird sich stabilisieren. Also auf jeden Fall 2, 3 Norweger sind da mit im Topf drin. Aus deutscher Sicht Richard Freitag, Andy Wellinger, auch Markus Eisenbichler wird sich stabilisieren. Das sieht darf richtig gut aus. Darf ich mal eine Zwischenbemerkung machen? Laut Trainer der Norweger sind Vorfang und Tande bei 85%. Na, dann ist ja gut. Und die Frage ist, ob sie die anderen 15% noch ausschöpfen können. Die Antwort konnte er mir auch nicht geben, aber er hofft es natürlich. Ja. Ja, das ist immer die Frage, was ist wie viel Prozent wert, aber ist ja gut, wenn man noch Luft nach oben hat. So ist es. Und also dann aus Polen, ganz starke Mannschaft, letztes Jahr 1-2 gemacht und ja. Stoch ist auch noch nicht am Ende. Da wird sich sicherlich noch der ein oder andere aus der, wie jetzt ein Yonjiro Kobayashi, der ja das Springen jetzt neu entdeckt hat für sich stabilisieren. Das ist ja auch immer so eine Frage, wie man dann das umsetzt. Und er hat jetzt den Weltcup-Sieg, dann prasseln ja auch auf ihn ganz andere Sachen ein, sitzt mit dem gelben Trikot oben und da wird er jetzt halt, Seriensieger wird er nicht werden, aber also erstmal nicht, das ist vielleicht noch ein bisschen zu früh. Aber weißt du, was schön ist? Dass wir 5, 6 Nationen haben, die derzeit einen Sieger stellen können. Ja. Und das finde ich klasse, eine klasse Entwicklung. Das zeigt auch, dass die FIS, die Verantwortlichen der FIS, an den richtigen Stellschrauben gedreht haben. Immer vorausgesetzt, wir haben so Verhältnisse wie jetzt in Ruka, dann ist es so eng. Und dann, wenn ein kleiner technischer, individueller Fehler ist, dann ist man eben nicht mehr ganz vorne. Okay, die Kathi, deine Lebensgefährtin, ist auch gerade gekommen. Ihr geht jetzt beide hinter den Tresen. Du verkleidest dich als Weihnachtsmann an. Der muss dich hier nicht umziehen. Nicht jeden Tag. Ich mache nur einmal in der Woche den Weihnachtsmann. Geht auch so. So, und dann, ich lege mir dann meine Stadtnummer wieder an. Dann, wie gesagt, hier ackert man ein bisschen. Es fehlen noch 800.000 an der Million, sagt er. Echt? 800? Habe ich nicht verrechnet. Ja. Aber vielleicht für euch, wenn ihr uns sucht, wir sind also nicht auf dem großen Weihnachtsmarkt oben, also am Domplatz, sondern wir sind hier am Wenigermarkt auf den Puffbohnen-Weihnachtsmarkt zu finden. Immer von 11 bis 22 Uhr und am Freitag und Samstag bis 23 Uhr. Würde mich persönlich freuen, uns freuen, wenn ihr hier mal vorbeischneit. Und der Dirk wird ja auch noch mal vorbeischneiden. Ja, ich bin ja extra aus Potsdam gekommen. Ja. Du glaubst ja nicht, um das Gespräch mit dir zu führen. Ich wollte wissen, was es hier gibt. Ja, schön Roséglühwein gibt es hier. Prost, Dirk. Prost. Florian Horst, unser Kameramann. Ja. Du kannst mit der Zunge schnalzen. Prost.